Capital One Cup Rückspiel im Halbfinale gegen Arsenal. Hinspiel bei den Gunners 2-1 gewonnen. Wir sehen es hier nochmal. Zwei Auswärtstore natürlich auch wichtig. Natürlich auch wichtig. Und ja, wenn man heute... Man kann heute sogar 0-1 verlieren, man ist weiter. Das ist so die Message von diesem 1-2. Wobei es 1-2 war auch teilweise unnötig, denn dieses Gegentor ist, wie wir uns erinnern, in der letzten Minute gefallen. Also man hätte eigentlich 0-2 gewinnen können. Das ist halt dann doch schon mehr Polster. 1-2 ist so, ich meine, es ist ein Sieg, aber viel Polster ist es halt dann nicht, wenn man ehrlich ist. Und mehr als 0-1-Sieg kann dieses Polster auch nicht aushalten. Alles andere tut halt dann weh. Alle grätschen irgendwie rein und Snetka. Ich bin ja immer noch. Weiß, ich verstehe es immer noch nicht, warum Snetka immer noch drin ist. Vor allem im letzten Spiel. Es waren zwei Böcke. Es war einmal einer ohne Konsequenzen zum Glück, aber es war einfach trotzdem eine saudämliche Aktion. Und dieses zweite Gegentor geht auf Snetkas Kappe. Wie auch schon so viele. Das erste nicht. Das erste geht nicht auf Snetkas Kappe, so ehrlich bin ich. Aber alles danach. Ne. Bitte weg, ab nach vorne, Loni. Ich meine, Arsenal weiß es natürlich auch. Arsenal weiß, mit einem Tor können sie ja nicht viel anfangen. Loni haut einmal drauf. Das ist schön. Der Ball biegt sich noch zum Tor hin. Leider etwas zu spät. Aber aus der Position. Vorwürfe sehen auf jeden Fall anders aus. Loni. Es funktioniert immer wieder. Es hat schon gegen Man City funktioniert. Nicht Capital One Cup. Im Super Cup. Hier. Meister gegen Pokalsieger. Schon da hat es zweimal funktioniert. Beziehungsweise einmal funktioniert, aber einmal war halt nur ein Ballgewinn in Anführungsstrichen aus so einer Situation. Und es funktioniert schon wieder. Ist schön. Scheinbar haben die großen Mannschaften ein Faible für solche Bälle. Loni! Loni! Szczęsny. Szczęsny. Dieser Typ mit dem Namen ohne Vokale. Ich weiß nicht, was da... Also da hat er Blackout. Da hat er einen Snetka gehabt. Aber wo ist Snetka? Er hat gehalten. Ich hebe es jetzt jedes Mal hervor, weil es nicht zu erwarten ist. So. Loni. Ja, Hooper eventuell. Kommt aber nicht ran. Vermählen. Vermählen oder auch nicht, Hooper. Wird gelegt. Über Fairness können wir diskutieren. Und es wird natürlich auch nur 0 reichen. 0-0 reichen. Also wenn die Northampton Effizienz wieder... wie immer nicht existent ist. Und Chelsea, nicht Chelsea, Arsenal auch irgendwie es nicht hinbekommt, dann ist schön. Aber ansonsten, sobald Arsenal trifft, ist halt das klare Ziel, um jeden Preis ein Tor zu schießen. Naja, musste jetzt nicht sein. Ist doch paradox. Northampton gewinnt gegen Mannschaften wie Chelsea und verliert dann gegen Cardiff City. Das ist... Das ist schon öfter passiert, aber ich komme da immer noch nicht drauf klar. Wie kann man Chelsea besiegen? Und dann gegen Cardiff verlieren? Sorry, das weiß ich nicht. Verstehe und weiß ich nicht. Wellington Silva. Sigali Amankwa. Ab nach vorne, der Pass war schwach. Das sind jetzt wieder diese Blindoffensiv. Diese blöden Blindoffensivpässe. Mit sowas braucht Northampton überhaupt nicht hoffen, hier weiterzukommen. Also wenn sie so weiterspielen, dann wünsche ich ihnen, dass sie rausfliegen. Einfach weil diese Taktik einfach, die ist total dämlich. Dieser Pass war nicht blind, aber er war trotzdem schlecht. Ich meine, da hinter dem Pass, man hat klar gesehen, wo der Ball hin sollte. Und dann ist ein Pass halt auch nicht blind. Wenn der Passgeber genau weiß, da soll der Ball hin. Genau da und nirgends anders. Tosa, bitte über die Außen, Emerton. Und jetzt nicht direkt spielen, sondern einfach mal den Ball raustragen. Gut, das ist konditionell immer ein Problem, vor allem bei Emerton, vor allem bei Northampton generell. Der Pass, der gespielt werden sollte, kommt leider nicht mehr an. Jedro. Loni. Kopfball sitzt. Loni, zweiter Versuch. Grätsche sitzt leider nicht. Jedro. Moment. Entschuldigung. Und andere Richtung. Jedro, nächster Versuch. Da geht jemand in der Mitte. Er hat es super gesehen. Hooper ist etwas zu langsam. Könnte aber rankommen. Rangelt. Hooper rangelt. Haut drauf, etwas zu stark. Aber Respekt, dass er da rangekommen ist.
Weil Arsenal gibt sich, oder generell die Großmannschaften geben sich dann normalerweise keine Blöße und diese Bälle eigentlich immer sicher. Naja, heute eben mal nicht. Hooper. Schon wieder. Die kriegen es einfach nicht hin, diesen Ball vernünftig zu spielen. Loni versucht es. Okay. Das, ja, halt mal so fest. Er hat es probiert. Er hat sein Bestes gegeben. Diesen Spruch. Es ist wie abgezogen werden. Du gibst dein Bestes. Bringe ich jetzt nicht. Ja, ihr habt also nie gehört, dass ich es gesagt habe. Und andere Richtung. Tosa Morris. Kann man pfeifen? Kann man pfeifen? Führt den Lang aus Asen, der stellt gut zu. Und dann wird daraus eben ein kurzes Aufbauspiel. Arsenal weiß, also was Arsenal auch weiß, sie müssen hier gut verteidigen. Ansonsten ist hier sowieso Ende. Loni, aber schon wieder etwas am Tor vorbei. Das war wie Anfang erste Hälfte. Schön durch, schön Seite. Ball zieht schön zum Tor, aber wird halt dann am Ende nichts. Halbzeit, es sieht nach einem 0-0 aus. Alles ist möglich. Arsenal braucht zwei Tore, so oder so, in Halbzeit 2, um hier noch weiterzukommen. Oder um die Chancen haben, weiterzukommen, weil ein 1-2 wird natürlich Verlängerung heißen. Egal, ob noch jetzt ein Tor schießt oder nicht, also das wird Arsenal da nicht viel beeindrucken, nehme ich mal an. Tosa. Flanke. Loni. Yes! Ein Tor ohne Glanz, wenn man ehrlich ist. Weil zwei Tore hauen Northampton so oder so eine rein. Aber er ist drin. Präzise, wuchtig, direkt drauf, Kopfball. Schön. Weitere sinnlose Worte zusammengehängt. Hören sich toll an. Nein. Aber, das ist jetzt natürlich das Ding. Aber, wenn Northampton zweites Mal trifft, dann ist halt, brauchst du halt drei Tore, um zu gewinnen. Also jeder Treffer von Northampton macht es Arsenal ein Stück schwerer. Ab jetzt. Ja, vorher war es jetzt so ein bisschen, ne? Aber ab jetzt zählt jedes Tor. Momentan braucht Arsenal zwei Tore allein für die Verlängerung. Wenn Northampton eins draufsetzt, sind es drei. Und so weiter. Und vier. Ich habe jetzt nicht in Hieroglyphen gesprochen. Ihr wisst ja genau, was ich meine. Morris. Ah, da. War eine schöne Idee hinter dem Ball. Das war kein Blindpass. Man hat gesehen, wo er hin sollte. Also man kann gesehen haben, wo er hin sollte. Ich glaube, jeder hat es jetzt nicht gesehen, aber... Aber ist für mich eine schwedische Popgruppe. Loni, jetzt mal von der anderen Seite, ist aber nicht besser. Keeper hält, gibt Eckball. Getreten von Jedro, der heute mal wieder ein bisschen unsichtbarer ist. Loni. Widdowson, aufpassen, Wellington Silva. Widdowson rangelt gut weg. Jedro. Also Arsenal hat jetzt wieder, muss jetzt wieder verteidigen. Kann den Konter nicht ausspielen, das war natürlich wichtig. Konter von Arsenal, gefährlich, Konter generell gefährlich, aber von einem Spitzenteam wie Arsenal noch mehr. Da war jemand ein bisschen orientierungslos. Und Loni. Oder. Ja. Oder Loni halt nicht. Es war wahrscheinlich, dass der Ball auf Loni kommt, aber ich hätte gedacht, der macht mehr draus. Schade. Kein Problem. Wobei. Also das jetzt ist. Oh, schön umgerannt, Junge. Und ab nach vorne, Hooper. Ich wollte gerade was erzählen, aber es ist jetzt nicht so wichtig, Hooper. Schade. Ja, das letzte Mal sind ja auch zwei Tore innerhalb von 4 Minuten gefallen. Zwei Gegentore. Und deswegen, ich würde das 1-0 nicht zu sehr in den Himmel loben. Es ist ein Tor, es ist eine Führung, aber mehr ist es nicht. Also aufgepasst, liebe Northampton Abwehr. Vor allem mit Snedkamp-Tor. Da darf man. Also man muss nicht, aber man darf eine Stufe extra aufpassen. Das war die falsche Taste, aber Glück, dass Snedkamp leider ein bisschen dumm ist. Eieieiei. Nicht dumm, aber technisch schwach. Man muss doch so einen Ball ordentlich weghauen können. Das gibt's ja nicht. Super, bitte. Loni viel zu weit in die Mitte. Szczęsny holt ihn runter. Kurz gerollt. Also nicht kurz getrollt, aber kurz gerollt. Tosa. Loni. Oh, wow.
Der hätte mal auch flanken können, aber so ein Kurzpass war auch in Ordnung. Dann hätte er aber nur ein bisschen stärker kommen müssen. Da war ein bisschen wenig Pfeffer hinter, ehrlich gesagt. Ja, Jedro heute auch nur bedingt am Platz wieder. Rein leistungstechnisch. Podolski kommt rein und bei uns geht Jedro, verständlicherweise war nicht so überragend heute, und Deegan kommt rein. Ich glaube, Jedro hat momentan so nicht vorm Tief, aber so eine nicht allzu gute Formkurve. Also ist nicht wirklich auf dem Tiefstand, aber naja, wisst ihr selber. Snetka, oh Snetka. Nächster Wechsel, Looper geht, O'Donovan kommt rein für die letzten, mit Nachspielzeit 20 Minuten ungefähr. Und Morris. Und ab nach vorne, Lodi. Morris. Jawohl, da kann was gehen. Die Flanke kommt, O'Donovan. Bombs 1, Bombs 2. Ja! Das war's. Arsenal hat eine Viertelstunde für 3 Tore. Das machen die nicht. Und ich hoffe, ich bereue meine eigenen Worte nicht, aber das werden sie nicht schaffen. Sie spielen heute nicht so, dass sie 3 Tore in der Viertelstunde schießen. Das wird einfach nicht passen. Loni wird es noch ausgewechselt. Hat sein Ding heute gemacht, vor allem bei dem Spielstand. Kein Problem, Nichols kommt. Arsenal hat kassiert. Arsenal hat ja heute eine Respektschelle kassiert. Zumindest bis hierher. Sie waren vielleicht auch ein bisschen zu verkrampft. Wussten, es muss einfach, ne? Und dann war halt einfach nichts. Nichols, ja gut, der Verteidiger war 3,7 Meter groß, da kommt Nichols nicht hin. Warum denn? Dann pfeif schon direkt ab, wenn ich den Ball direkt schon spiele. Trottel, ey. Seht mich nicht. 10 Minuten. Also ich glaube, Arsenal könnte gedanklich schon abgeschlossen haben mit diesem Spiel. Nichols schickt Morris gut. Morris aber etwas konditionsschwach, der kann nicht mehr. Kann nicht mehr einen Schuss rausleiern, ist egal. Ich habe eigentlich gehofft, dass er irgendwie noch einen Schuss rausleiern kann, aber die Verteidigung ist zu schnell. Die war natürlich auch geweckt. Das 3-0 wäre natürlich der absolute Tod. Da gibt es dann auch, da gibt es keinen Millimeter Raum mehr für eine Diskussion. Er ist einfach zu Ende. 3 Tore ist auch schon nicht machbar, aber besser 3 als 4. Schießen zu müssen, natürlich. Nichols. Ich wollte eigentlich, dass jemand auf dem Flügel mitläuft. Und ich dachte, ich hätte gesehen, jemand läuft auf dem Flügel mit. Aber es ist niemand mitgelaufen auf dem Flügel. Das war nix. Ja, der Pass war schwach gespielt. Es war halb orientierungslos. Half-Blind-Pass. Es war ein Small-Blind-Pass. Um in der Pokersprache zu bleiben. Wo ich heute noch gar nicht drin war, irgendwie, Nichols. Nichols! So, gibt's wieder das Last-Minute-Arsenal-Tor. Komm. Theo Walcott. Langmead. Theo Walcott. Uiuiui. Nein. Langmead hat schon mit dem Feuer gespielt durch diese Grätsche, aber kein Problem. Das Ding ist hier gegessen. Northampton zieht in die nächste Runde des Capital One Cups ein, egal was jetzt noch passiert. Und verdient. Also sie sind verdient im Capital One Cup-Finale. Haben sich sehr gut erarbeitet, haben konstant gut abgeliefert in den 2 Spielen. Und Arsenal 2-mal geschlagen und das ist ein Riesenname. Gut, Arsenal war jetzt auch im Spiel 2 unter Druck. In Spiel 1 hat es vielleicht kalt erwischt, das muss gar nichts heißen. Ich meine, Arsenal hat ja auch schon gegen Northampton gewonnen, so ist es ja nicht. Aber, ja, das kann ich nichts sagen, war schön gespielt. Loni macht sein Ding, O'Donovan legt nach. Und so gewinnt man Spiele. Finale, gegen Manchester City. Obwohl, haben die schon gespielt? Ich weiß es nicht. Wir sind gleich. Oh, schon wieder Pokal gegen Leeds, Alter. Ich habe keinen Bock auf Pokal. Ich will Liga spielen, Mann. Fick deinen geänderten Spieltermin. Das interessiert mich nicht. So, wo ist er? Capital One Cup. Ja, Man City hat 2-2 gespielt, ist also weiter. Und somit im Finale. Leeds. Capital One Cup Runde 4. FA Cup Runde 4. Hier, erkennt euch aus. Mein Name ist T. Loni.